Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Schmökerkiste. Heute wieder mit Wolfgang Mitschke, dem besten aller Buchhändler, die ich kenne. Und ich kenne bestimmt 100. Und dann wollen wir uns heute über etwas unterhalten. Ich habe vor einer Zeit lang im Fernsehen mal so einen Herrn reden hören. Und der hat gesagt, also als der Buchdruck begann, da hätten die Leute gehabt, also ein Katechismus und dann Liederbuch und die Bibel. Und da habe ich laut gelacht, dass meine Frau aus der Küche kam und dachte, es wäre heute endlich mal ein richtiger Witz. Ich sah, das ist der richtige Witz. Denn eine Bibel war so teuer, die musste man von Generation zu Generation vererben. Und das auch erst nach Luthers Zeit. Ja. Und deswegen wurde die auch wie ein Heiligtum. Alle anderen Bücher konnten sie wegschmeißen, aber Bibel, das war nicht so gut, denn da stand meistens drin der Vorfahr, der sie gekauft hatte und wer sie alle und wann die getauft wurden, alles so etwas. Ja, und Gesangbuch ist auch nicht solche Sache. Ich weiß immer noch, dass hier in Magdeburg zur Lutherzeit, aber da wussten die Leute hier noch gar nicht, was mit Luther richtig los war, wurden Liedblätter verkauft. Da stand drauf, nach der Melodie, so und so, und jetzt kam der neue Text dafür, und hier lief es ja so ab, da stand ein Mann in Magdeburg auf dem Markt, und zwar richtiger Markt, und er verkaufte seine Liedblätter, damit die Leute erstmal wussten, wie es überhaupt geht, hatte sie vorgesungen. Er stand unter dem Denkmal mit dem Martin Luther. Nein, Martin Luther gab es noch gar nicht. Ach so. Nee, mit dem guten Kaiser Otto oder wer das nun ist. Also unterm goldenen Schwanz stand der Herr Magdeburger. Und hat gesungen und die hatte großen Erfolg. Er wurde gleich verhaftet und geriet ins Rathaus, in den Keller. Und dann hat plötzlich die Bevölkerung, die da ganz begeistert war von diesen Art Popsänger, den rausgeholt. Und damit begann hier in Magdeburg die Reformation. Dann haben sie erstmal Luther eingeladen. Aber es war dieses Lied. Und das waren nur Zettel, die kosteten auch wenig. Also das kann es auch nicht gewesen sein. Und ein Katechismus, da musste ja Luther nur erstmal erfinden. Ja. Das konnten sie ja nicht so ohne weiteres schon kaufen. Nein, wir sollen mal die Wahrheit sagen. Die Druckerei auch schon vor Gutenberg hat was verdient mit dem Kalender. Denn da musste man wirklich eine Ahnung haben, auch wenn man nicht lesen und schreiben konnte. Das war nur ein Blatt Kalender. Und jetzt kann ja jemand sagen, ja, aber die konnten doch die Zahlen gar nicht lesen und so nicht. Das war damals alles kein Problem für den Drucker. Denn für jeden Tag des Jahres wurde ein Dreieck, ein schwarzes Dreieck geschnitzt. Und das konnte man dann abstreichen, wenn es vorbei war. Und das siebte wurde rot gedruckt. So, und dann hatte auch der letzte Bauer, konnte es an seine Kammertür nageln. Und wenn er morgens rauskam, hat er durchgestrichen, aha, und so hat er mitbekommen, aha, das Jahr geht langsam zu Ende oder wir haben gerade angefangen. Und die Kalender, wir haben leider nicht so, denn wer hebt schon Kalender von 15:20 auf? Das, und später auch nicht. Aber da war eben eine sehr schöne Sache, diese Kalender hatten ja auch noch so kleine Zeichen dabei, ja. Und zwar sowas wie eine Hake, wenn das drauf war, dann hieß das, du sollst dich mal wieder kämmen. Ach so. Mal kämmen. Oder dann, was hatten sie noch? Naja, irgendwo müssen wir ja sowas Ähnliches haben. Also, oder du sollst zum Bader gehen oder zum Wundarzt und wieder mal zur Ader lassen, weil man glaubte, wenn man das Blut abließe aus dem Körper, würde man wieder gesund werden. Und hier ist so, das ist aber nur eine Kopie, denn das Ding ist ja ungeheuer teuer. Hier ist einer, der für alle bösen und unartigen Weiber ausgefertigte Kalender. Nun, der geht noch. Da steht ja immer die gute Frau und die böse Frau drin, ja. Also, das ist ja schon ganz gut. Du kannst ja sagen, also nein, ich habe den gekauft nicht wegen, weil du böse und unartig bist, sondern ich habe den gekauft, weil du so artig bist. Die anderen Ehemänner, unglückselige Ehemänner steht hier. Da ist es so, hier ist noch einer, der böse Weiberkalender. Der ist natürlich nun wirklich ganz böse.
Denn in diesen Kalendern steht auch drin, die alten Zeichen, die ich ja eben genannt habe. Hier zum Beispiel, wenn man sich mal wieder die Haare schneiden muss und wann der neue Mond kommt und alles solche schönen Sachen. Aber hier steht ja da, du sollst der, wenn dieses Zeichen im Kalender auftaucht, ja, die stehen ja dann hier so, dann sollst du der bösen Frau die Haupthaare mit den Fingern schneiden. Oh. Das ist ja brutal. Ja, und wenn ein Kreuz da ist, sollst sie mal wieder mit der Mistgabel kitzeln. Oh. Und dann. Raue Sitten. Ja, gut Holz zu hauen, wenn ein Beil da ist. Gut Holz zu hauen. Der bösen Frau den Puckel damit zu schmieren. Und dann weißt du los. Ach so, dann haben sie auch noch ein Bad von 5-Fingerkraut, Knüppelblumen, Schlagwurst und Kammerspiritus. Das ist das, was im Nachttopf gesammelt wird. Das sollst du hier dann auch noch übergießen. Also Sie sehen damals, wir können glücklich schätzen, wir leben in einer Zeit, wir haben nur gute Frauen. Und gute solche, Kalender. Und gute Kalender. Und davon Wolfgang Mitschke und ich wollen Ihnen ein paar vorstellen. Und da werden Sie staunen, hoffen wir, was da schon seit 200, 300 Jahren drinsteht. Denn es ist keineswegs nur, wann der Mond aufgeht und wie lange die Sonne scheint. Sondern da war der Kalender wirklich etwas, wo auch Pädagogen gesagt haben, wie zum Beispiel Pestalozzi, diese Kalender wären für die Bildung was. So, und dann muss ich Ihnen nur noch ein Gedicht vorlesen. Das könnte ich auch singen, das geht los. Was glänzt dort gehüllet in Seidenpapier? Was schwellt auf der Post die Pakete? Es nahet der Damen-Toilettenzieher. Und preisende Blätter können es dir mit ihrer gewohnten Trompete. Und wenn ihr die Zeitungstrompete fragt, das ist Deutschlands bunte Kalenderjagd. Das Gedicht geht so weiter. Es ist ja eigentlich Lützows wilde, verwegene Jagd. Aber der Mann hat es gemacht und hat geschrieben, schlimm ist es für die jungen Männer. Es war ein beliebtes Toilettengeschenk, ein Kalender. Gab ja auch nicht nur für Böse, gab ja auch für Gute. Und da lesen wir jetzt draus, denn das wurde sehr teuer. Nebenbei, wenn du heute, wofür du dich alles interessierst, einen Kalender kaufst, dann, das probieren sie alle selbst aus. Und Wolfgang fängt an. Ja, also ich habe hier einen Kalender, den hochinteressant, der Magdeburger Familienkalender von 1927. So schaut er aus. Ja, so schaut er aus. Und zwar ist das eine Jubiläumsausgabe. Und das ist so interessant, zum 50. Jahrestag des Magdeburger Generalanzeigers. Also können Sie mal sehen, der war 1927 50 Jahre alt. Und hier ist beispielsweise auch im Inhalt darauf natürlich Bezug genommen. Und da kann man sehen, das alte Gebäude des Generalanzeigers hier in Magdeburg. Und es sind viele interessante Beiträge, beispielsweise über die Höhlen Mitteldeutschlands oder über die Werkstatt des Luftverkehrs in Dessau, wo damals die Junkersmaschinen hergestellt wurden, oder Meister Bohnensack seine Bildwerke im Magdeburger Dom. Also ein hochinteressanter, sehr unterhaltsamer Kalender. Oder über die Gewerbeschule in Magdeburg. Und ich wollte daraus lesen, ein hübsches Bördegedicht. Kein Fichtenwald, kein Buchenhain ziert unsere Börde heimsche Flur. Auch findest du von edlem Wein auf ihren Hügeln keine Spur. Nicht weiße Lotusblüten blühen im Mondenschein auf stillem See, auch keine Burgruinen glühen im Abendglanz auf steiler Höhe. Doch horch, wie es leise rauscht und wiegt, fast wie ein leicht bewegtes Meer. Sieh, wie auf dem schlanken Halm biegt die Weizenähre voll und schwer. Dies Mohnfeld, das in sel'ger Pracht
den bunten Blütenteppich webt, den üppgen Klee, der über Nacht die duftgen Blütenköpfe hebt. Sieh, wie die Gerste Silberhaar bewegt vom Winde wogt und wellt, im Sonnenglanz zu schauen gar, als läg ein See im grünen Feld. Und ihm zur Seite hingestreckt, wie dunkle Matten, farbensatt, das weite Ackerland bedeckt, der Zuckerrübe grünes Blatt. So wechselt Frucht an Frucht im Land, wo immerhin dein Auge schaut, spürst du des Landsmann fleißige Hand, die jedes Winkelchen bebaut. Schon früh, beim ersten Morgenschein, siehst schaffen du in Fleiß und Mühe ein rührig Volk, Jahr aus, Jahr ein. Das ist der Börde Poesie. Der Autor ist Wilhelm Horn, Eichenbarleben. Ja, wenn ich durchfahre, denke ich immer an ihn. Er hatte die Gaststätte. Die Gaststätte steht da noch in der Mitte des Dorfes. Und diese Poeten, auch des Harzes, so, hat natürlich hier in solchen Heimatkalendern gutes Publikum. Ja. Also die waren bekannter als, ich will jetzt nicht sagen Goethe, aber als manche anderen, weil sie eben jedes Jahr wieder über ihre Heimat was fanden und die Leute es gern lasen. Hier ist ein berühmter Kalender, der Jahrgang ist 1933, Auerbachs Kinderkalender. Ich weiß, dass ich als Kind so ein Ding mal in der Hand hatte, das war noch von meinem Vater. Waren alle Blätter einzeln, aber fast alle da. Und das ist ja schon immer beim Buch viel wert. Auerbachs Kinderkalender, den hat der Vater von Joachim Ringelnatz zuerst zur Blüte gebracht. Ja, davon lebte der. Nicht nur, aber da hat er viel für getan. Auerbachs Kinderkalender 1933. Das war natürlich eine, sagen wir mal, eine lange Einrichtung von Kaiserszeit schon und jetzt 1933 für eine ganz andere Sache, mit der sie offensichtlich nicht viel zu tun haben. Denn es ist auch nachher nicht mehr viel daraus geworden. Denn im Nationalsozialismus musste ja das alles zensiert werden. Und das klappte meistens nicht, weil die sich, sagen wir mal ganz ehrlich, sich so einer humanistischen Bildung verpflichtet fühlten und auch für die Kinder viel gesunden Blödsinn verfassten. Und da hatten sie einen Mitarbeiter, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, der hieß Metzien Mohr. Der schrieb immer seine Erlebnisse auf, was sie gerade gemacht hatten. Und 1933 haben sie aus Begeisterung für Max Schmeling und andere Boxer eben einen Boxerverein gegründet. Ja? Die Hauptsache war, dass ihnen die Tante viel Kuchen herstellte, damit sie denn alle feiern konnten mit Kakao, und sie kriegten auch große Schüssel Schlagsahne, und sie kamen auf die Idee, weil die Tante eben so gut war, durfte sie sich beim Kampf auf den Tisch setzen, auf dem Drehschemel vom Klavier. Nur ahnt jeder schon, das geht nicht gut, weil die Tante halb mitgeboxt hat und das Ding sich drehte und sie runterfiel und genau in die Schlagsahneschüssel rein. Nein, es war nicht so schlimm. Es wird ja extra noch alles gemalt von Metzien Mohr. Und da sieht man plötzlich, aha, sie stehen da schon mit einem Löffel und kratzen ihr vom Hintern die ganze Schlagsahne nochmal ab, damit da noch nichts umkommt. Aber sie haben auch extra ein Lied für ihren Verein geschrieben, und das steht so da. Hans Hühnerbei hat die Texte in Musik verkomponiert. Die singen wir nur immer, wenn der Geist über uns kommt und bei unseren Fahrten, und so, wie es gerade kommt, dass wir begeistert sind, was du ja immer willst, dass wir es sein sollten, dann umschreibe ich dir hierher, aber ohne die Musik, weil wir alles aus dem Kopf singen, und die Ballade geht so. Wenn beim Biber Boxerfeste immer feste auf die Weste, alles geht Knockout, Knockout, und die Tante, die Charmante mit den Drehrich von der Kante in den Pott voll Sahne haut, dann Ade, Ade, Ade,
unser Kalender Juche. Vivat hoch, Kalender Heil. Und da muss man brüllen, Heil, Heil, Heil. Und bei Heil brüllten wir und schlagen uns auf die Hinterbuchsen, dass es nur so knallert. Wenn du weißt, was Schuhblattern sind, so weißt du, wie wir es machen und kannst es ja auch mal versuchen. Das hätten sie natürlich im Kalender 1934 nicht mehr unterbringen können. Nee. Denn bis dahin waren alle auf Heil, naja, sagen wir schon, beinahe dressiert. Also Auerbachs Kindernkalender. Und man, wenn man das heute, sind ja Teile unserer Kulturgeschichte, merkt man plötzlich, jawohl, da steckt mehr Geschichte drin, als man meint. Ja, weil du diese Zeit ansprichst, nach 33. Da habe ich hier einen, weil ich Mecklenburger bin, habe ich den rausgefischt, den Voss- und Haas-Kalender. Das ist ein plattdeutscher, für die mecklenburgische Bevölkerung gemachter Kalender. Und da ist also neben dem Kalendarium auch viel schöne Bilder drin über die Heimat, so über die Heimatstätte in Mecklenburg. Und hier auf der einen Seite habe ich ein Gedicht gefunden, das ich auch mal auf Plattdeutsch, weil du auch schon Mundart gebracht hast, bringen will. Immer träum ich den sülwigen Drum. Immer träum ich denselben Traum, ja? Immer träum ich den sülwigen Drum. Ein Haus und einen großen Lindenboom. Rote Rosen rankt über der Dörr und ein Gorden voll bunte Blaumen dafür. Und neben den Weg, den naht dem Hus hingeht, in Busch und in Abends die Nachtigall fleit. In Busch, ja, wo ja, die Abends ach, die Nachtigall hinfliegt. Und drümmer den Tisch und die Bank dafür, da will ich im Schlummer sitten dafür. Und rundrum will Rosen den Haag, lädt den Alltag nicht rin nach unseren Sommertag. Und alles voll grellen Sonnenschein, do und do steigst du vor der Tür und bist mien. Also so, nicht, das kann man nur verstehen, ja. Aber weil das gerade diese Zeit ist, das möchte ich noch mal zeigen, das ist 1941, da hat man natürlich schon den Krieg mit drin. Ja. Also den Faschismus hier, beispielsweise Bilder aus der Front, die dann auch gezeigt werden. Ja, wie die deutschen Truppen da den Vormarsch im Osten machen. Das ist natürlich da drin. Hier ist 1914 der Insel-Almanach. Das hat aber eine alte Tradition, denn die ältesten Kalender hießen Almanache. Die zeigten dann allerdings auch noch die Sternbilder an und so etwas. Und hier brauchen wir jetzt nicht erst den Zuschauern zu zeigen, ist also ein richtiges Kalendarium drin, also man kann genau herausfinden. Und dann kommen Sachen, die eben in so ein Sammelsurium, sowas ist ja der Kalender auch, einfach mit hineingehörten. Und heute manchmal auch noch. Wilhelm Busch, der volle Sack. Ein dicker Sack, den Bauer Bolte, der ihn zur Mühle tragen sollte, um auszurühren, mal hingestellt, dicht bei ein reifes Ehrenfeld, legt sich in würdevolle Falten und fängt eine Rede an zu halten. Ich, sprach er, bin der volle Sack. Ihr Ähren seid nur dünnes Pack. Ich bin's, der euch auf dieser Welt in Einigkeit zusammenhält. Ich bin's, der hoch vonnöten ist, dass euch das Federvieh nicht frisst. Ich, dessen hohe Fassungskraft euch schließlich in die Mühle schafft. Verneigt euch tief, denn ich bin der. Was wäret ihr, wenn ich nicht wär? Sanft rauschten die Ähren. Du wärst ein leerer Schlauch, wenn wir nicht wären. Ja. Fast immer. Genau. Und ich gehe jetzt wieder mal auf die Heimat hier zurück und habe den Heimatkalender für den Harzgau. Der ist also wunderschön auch gestaltet und stammt aus dem Jahre 1925. Und daraus möchte ich auch
ein kleines Gedicht lesen. Da ist auch über den ganzen Heimatbereich um den Harz herum viele interessante Artikel über die Höhlen, über die Bauwerke und auch sogar ein Harzlied ist drin mit Noten. Also da ist alles, was das Herz begehrt. Und viel Unterhaltung, das ist ja vor allem das Prä für solche Kalender. Die wollen ja auch unterhalten, nicht nur bilden. So, und hier habe ich Hoch vom Fallstein. Hier kann ich stehen Tag um Tag bis in den seligen Abend. Wenn Spätglanz auf den Bergen lag, mit Augenweide labend. Hier kann ich ganz versunken sein, die Heimatberge schauend. Der Himmel streift ihr Felsgestein, oft düster und oft blauend. So schaut auch einem König gleich der Vater Brocken in sein Reich. So naht des Jahres hohe Zeit wohl um die Sonnenwende. Oh, dass ich ob der Herrlichkeit die rechten Worte fände. Doch hört im Geist ich fern und her die dunklen Wälder rauschen. Das ist der Harzwelt grünes Meer, mit dem wir Grüße tauschen. Der Brocken aber horcht und träumt, wenn Abendgold die Hügel säumt. Hier kann ich stehen weltentrückt und völlig traumverloren. Die Scholle preisend hoch beglückt, die günstig mich geboren. Der Kuckuck ruft, der Hochwald schweigt, die Birken Balsam hauchen. Hoch überm Feld die Lerche steigt, am Harz die Hütten rauchen. Ihr Berge, sag ich, wer euch geweiht, der Brocken spricht's, die Ewigkeit. Von Fritz Gille. Ja, das ist ein sehr, da werden sich ältere... Du kennst die ja alle, diese Brüder. Na, ich kenne die nicht persönlich, aber hier werden sich noch viele finden, die Fritz Gille kennen. Das ist ohne weiteres der Fall. Und hier ist von meinen Kalendern der absolut teuerste. Dem würde ich so schnell nicht hergeben, obwohl er nichts gekostet hat. Weil derjenige, der ihn verkauft hat, war ja ein richtiger Antiquariat, hat es nicht gemerkt, was das für ein Kalender ist. Vielleicht sieht er auch nicht so kostbar aus. Das ist der persönliche Kalender vom Herzog Franz Ferdinand von Anhalt-Bernburg. Ja, tatsächlich, so sah der aus. Der hat ihn sich natürlich extra einbinden lassen in Grün, das ist die Farbe von Anhalt. Anhalt Köthenscher Kalender 1824. Weißt du, woher man das überhaupt rauskriegt, dass das der Herzog selbst war? Weil er den Kalender sich durchschießen lassen hat. Das heißt, nach einer Druckseite musste der Buchbinder immer noch eine Seite für ihn Leerseite machen. Und da steht plötzlich drauf, an einem Tag mein Einzug in Köthen. Also so, naja, wollen wir nicht weiter drüber sagen. Und dann seine ganze Verwandtschaft steht natürlich immer genau drauf. 30. Juli, Prinz Heinrich von Preußen, 9. Juli, hat er alles selbst eingetragen. Und da geht das also so in einem Fort durch und am meisten in dem Kalender sind die Märkte. Das war natürlich für die Leute, die ihn kauften, wichtig. Handwerker mussten wissen, wo die nächste Messe ist, wo muss ich mich anmelden, wo fahre ich hin, um meine Holzpantinen zu verkaufen oder was ich gerade herstelle. Aber es gab auch so ganz kleine Geschichten. Hier oben ist ständig, wann die Sonne aufgeht, hier ist der Mondsviertel und hier sind Jahr- und Viermärkte. Aber manchmal steht auch eine Geschichte da. Als vor mehreren Jahren ein Kerl in Güstrow, habe ich extra für dich rausgesucht, im Herzogtum Mecklenburg aufgehängt werden sollte, gedachte das mitleidvolle Herz des Fürsten des Unglücklichen, der am anderen Morgen hingerichtet werden sollte. Schlaflos lag der Fürst in seinem Bette. Da sandte er noch mitten in der Nacht nach dem Stall und ließ die Stallknechte fragen, ob einer unter ihnen es sich wohl getraue, wenn er die Freiheit hätte,
ein Pferd sich auszusuchen, noch vor der Hinrichtung den Weg von Ludwigslust nach Güstrow zu machen. Es fand sich einer hierzu bereit, die Begnadigung dem armen Sünder zu überbringen. Eine Meile vor Güstrow ermüdete sein Pferd, als ihm gerade ein Reiter begegnete. Der Bote fragte den Reiter, wo er herkomme. Aus Güstrow, antwortete er. Geht die Hinrichtung bald vor sich? Nein, so bald noch nicht. Oh, sprach der Bote, leiht mir euer Pferd, denn ich muss vor der Hinrichtung noch in Güstrow sein, da ich für den armen Sünder Pardon überbringe. Der Kerl lächelte, gab ihm sein Pferd, indem er dabei sagte, da werdet ihr gewiss noch zur rechten Zeit kommen. Aber eben dieser Kerl war ein Dieb, der unterwegs ein Pferd von der Weide genommen hatte, um desto schneller zu entkommen. Oh, das ist gemein. Gut, ja? Ja. Und der reitet jetzt auf dem Pferd des Fürsten von Dannen, von dem er ja nicht weiß, woher das kommt, genau. Haben nur getauscht. Also solche munteren Geschichten wurden damals auch schon verbreitet. Ja, ich habe hier von Wellhagen und Klasings. Das ist auch ein ganz bedeutender Verlag früher gewesen. Und der hat ein Rokoko-Jahrbuch für das Jahr 1926 herausgegeben. Und das ist so herrlich farbig illustriert. Vielleicht können wir das mal auch in der Kamera fest auffangen. So in der Art, das ist also ein reiner Frauenkalender, wie es scheint. Ja, na ja, und also viele aber es ist Damen. Ein Kalender, damit ja, ja, aber die sprechen vor allen Dingen die Damen an. Und hier ist beispielsweise eine Geschichte, Feste des Rokoko. Da wird natürlich über die Tanzfeste in den Fürstenhäusern berichtet. Und ich habe hier eine Geschichte, die in der Zeit von August dem Starken spielt. Rokoko war seine Zeit. Während der Regierungszeit des sächsischen Herkules hat sich kein deutscher Hof mit dem Dresdner messen können. 1709 fanden sich zum Karneval 16.000 Fremde ein. Dem Lustlager vom Mühlberg bewohnten 50 Herzöge und Prinzen, 70 Grafen und 40 Feldherren bei. Unter August dem Starken war Dresden der Vorort Deutschlands, soweit es sich um Vergnügungen handelt. Friedrich Wilhelm I. von Preußen ist gewiss gar nicht der Gedanke gekommen, mit dem Duzbruder auf dem sächsischen Thron in dieser Beziehung zu rivalisieren. Er hielt sein Geld zusammen und hat an all den Lustbarkeiten, denen er gelegentlich als Gast beigewohnt hat, gewiss nur geringes Vergnügen gefunden. Körperlich und geistig war er den Anforderungen dieser Feste nicht gewachsen. Außerdem hasste er alles, was auch nur im geringsten Beigeschmack französisches Wissen besaß. Von Herzensgrund. Seinen Kindern hat er diese Anschauung nicht beibringen können, augenscheinlich nur, weil er sich zu große Mühe damit gab. Sobald sie seiner Zucht entronnen waren, begaben sie sich mit vollen Segeln in das französische Fahrwasser. Die erste, die so glücklich war, dem Vater aus den Augen zu kommen, war die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth. Und sie entschädigte sich, so weit wie die beschränkten Mittel es erlaubten, für alle Genüsse, die sie in Berlin hatte entbehren müssen. Du, so wir wissen ja immer. Bei Friedrich dem Großen, er sprach ja nicht mal richtig Deutsch, nein. Aber Französisch, das konnte er perfekt. Ja, ja, und das sieht man hier. Ja, und da müssen wir auch noch mal sagen, diese Kalender, wie gerade dieser, die sind auch wissenschaftlich einwandfrei. Ja, ja. Da hat nicht irgendein Journalist, also ich trete keinem Journalisten zu nahe, aber nicht irgendeiner was zusammengestellt, sondern die haben das, weil du gerade so ein schönes Bild zeigst, ja. Die haben das wirklich recherchiert. Und hier ist ein Kalender, weil Wolfgang Mitsch gerade so etwas zeigt. Der ist verboten worden, 1893. Der kam aus Budapest.
Und das wissen natürlich die Antiquariate, dass diese Kalender verboten waren, und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in Preußen. Und zwar habe ich vorhin noch mal nachgeguckt, es steht in dem amtlichen Schreiben, es ist ein hundsgemeines Epos. Also, was ich hier in Händen halte, ist von 1893 der Kaviar-Kalender. Und kommt, ja, den wirst du nirgendwo finden. Den verstecke ich auch nachher gleich wieder. Er besteht eigentlich nur, wenn man ganz genau hinschaut, sind es nur Bildchen drin. Es ist nur gezeichnetes. Aber es hat meistens sehr, sehr, na sagen wir mal, mehr als zweideutig, eindeutige Sachen hat er schon drin. Deswegen lese ich jetzt auch gar nichts vor. Aber so etwas hat es auch gegeben. Und es sind manchmal sind Sachen, wo man sagt, na Gott, so schlimm ist das auch nicht, aber es sind genug drin. Also hier ist zum Beispiel eine Dame mit einem obeinigen Jockey oder Jockei, was weiß ich. Darunter steht, welches Pferd ist Favorit im nächsten Rennen? Und die Antwort lautet, wir Jockeis haben es noch nicht beschlossen. Wollen nicht sagen, dass das heute hier noch so weitergeht, aber so ist es eben. Sport und Gesellschaft, das sind alles so Bildchen und Texte, die hat man damals nicht gemocht. Ja, vielleicht heimlich, aber der wurde regelmäßig verboten. Jedes Jahr, wenn er rauskam. Aber über Ungarn, wo er ja rauskam, wurde er dann trotzdem überall, auf Deutsch gesagt, verscheuert. Aber auch der hatte ein richtiges Kalendarium auch weiter, und zwar immer zwei Bilder, sogar für jeden Monat, einen noch ganz ordentlichen und einen, na, das lassen wir jetzt mal weg. Also so etwas hat es auch gegeben. Und darf ich gleich mal noch was anschließen, weil hier gerade Licht, man hat auch für einzelne Persönlichkeiten, ich glaube, Goethe-Kalender gibt es immer noch. Ja, den gibt's immer noch. Und hier ist der Bismarck-Kalender, gab es auch viele Jahre. Der besteht, der ist hier von 1913. Und da muss man feststellen, ja, was drin steht, ist eigentlich, so, wenn man es auch nicht im ersten Moment für möglich hält, ist alles von Bismarck. Was er geschrieben hat, war irgendwelche Briefe, die noch da waren. Aber jetzt bist du erstmal du wieder dran. Ja, ich komme nochmal auf die Damen zurück. Ich habe ein Damenrevier aus dem Jahr 1920. Und zwar, hast du das im Magdeburger Antiquariat gekauft? Ich habe das Kürzel hier von meinem Kollegen Selz gefunden. Ja. So, und das Damenbrevier, das enthält natürlich auch vorwiegend Texte für die vornehme Damenwelt. Und ich habe hier auch einen kleinen Text, und der hat so belehrenden Charakter. Und zwar geht es hier über Essen und Tafeln. Essen und Tafeln, das ist ein großer Unterschied. Und zwar, wie ernährt man sich? Schlecht und recht, sagte man früher. Schlecht und unrecht zwitschern die Zeitgenossen über die Ernährung, die doch eigentlich etwas Selbstverständliches sein sollte. Über dieser Ernährung steht der Genuss, die Möglichkeit, die Ärmlichkeit des kurzen Lebens durch mannigfaltige Gaben der Natur reicher und heiterer zu gestalten. Schon in diesem Punkt versagen die meisten Menschen, all dieweil ihnen ein guter Geist das Talent verwehrt zu haben scheint. Zu empfangen und wiederzugeben, ideelle Werte, die von keiner Materie etwas wissen wollen, so abhängig sie auch im Grunde immer von ihr sind und bleiben müssen. Wollt ihr wirklich, dass ich deutlicher werde, was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern? Oder, um ein anderes Wort des Olympias aus Weimar zu gebrauchen, nur ein Teil der Kunst kann gelehrt werden. Die Worte sind gut, aber sie sind nicht das Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Das Essen hat eine Kunst zu sein.
Und der steht dann ausführlich, ja, wie man sich bei Tische bewegt und was man alles so in Vor- und Nachspeisen zu sich nimmt. Kann man alles aus dem Kalender lernen. Ja, das ist alles hier in dem Damenrevier. Ein volkstümliches, ja, kannst aber ruhig noch mal zeigen, weil es das ist. Zeig mal den Schluss noch, da sind nämlich die neuesten Modebilder. Ja. Und da steht auch gleich drunter die Firma in Berlin, die, wo man das, kannst du jedes Bild nehmen. Ja, also dann kriege ich mal die Kamera. Wie machen wir es so? Doch, kannst du so hinhalten, das geht. Das sind doch alles hier Fachleute, da kann nichts passieren. Und dann, wie gesagt, das in Farben und auch gleich darunter, wie die Firma heißt. Ja. So. Eugen Mossner beispielsweise in der Lenné-Straße. Ja, nun schick die Leute da nicht hin, sonst kommen die nie wieder. SA Leipziger Straße. Nein, also ich gucke nochmal in den Bismarck-Kalender rein. Und weil wir jetzt gerade beim Essen waren, hier ist ein Brief von Bismarck an seine Schwester. Er schreibt aus Norderney, wo er gerade Urlaub macht, 1844, und beschreibt ihr, was da los ist. Man badet nämlich nur zur Zeit des höchsten Wassers, weil dann der stärkste Wellenschlag ist. Eine Zeit, die zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends täglich eine Stunde später eintritt. Und in angenehmer Abwechslung die Vorzüge eines windkalten, regnichten, so steht es, Sommermorgens bald in Gottes herrlicher Natur unter den erhebenden Eindrücken von Sand und Seewasser genießen lässt. Ebenso wechselt die Hoteltafel ihrer Zeit nach zwischen 1 und 5 Uhr, ihren Bestandteile nach Schellfisch, Bohnen, Hammel an den ungeraden, Seezunge, Erbsen und Kalb an den geraden Tagen des Monats, woran sich im ersten Falle süßer Grieß mit Fruchtsoße, im zweiten Pudding mit Rosinen anschließt. Damit das Auge den Gaumen nicht beneidet, sitzt neben mir eine Dame aus Dänemark, deren Anblick mich mit Wehmut und Heimweh füllt. Sie ist sehr mager. Sie muss ein herrliches Gemüt haben oder das Schicksal war ungerecht gegen sie. Auch ist ihre Stimme sanft und sie bietet mir zweimal von jeder Schüssel an, die vor ihr steht. Mir gegenüber sitzt der alte Graf Beust, eine jener Gestalten, die uns im Traum erscheinen, wenn wir schlafend übel werden. Ein dicker Frosch ohne Beine, der vor jedem Bissen den Mund wie einen Nachtsack bis an die Schultern aufreißt, sodass ich mich schwindelnd am Rand des Tisches festhalte. Mein anderer Nachbar ist ein russischer Offizier, ein guter Junge, gebaut wie ein Stiefelknecht, langer, schlanker Leib und kurze, krumme Beine. So etwas findet man natürlich im Bismarck-Werk nicht, aber in solchen Kalendern hat man es immer zur Unterhaltung mal wieder herausgeholt. Da habe ich nur den Eindruck, du hast auch noch was gefunden. Ja, ein ganz nicht verrückt, aber besonderer Kalender. Aber du passt jetzt auf, dass wir dann auch... Ja, also das ist das Volk 1946. Ja. Das ist ein Kalender der sich gerade wieder gefundenen sozialdemokratischen Partei in Deutschland. Die Sozialdemokraten, die das Hitler-Regime überlegt haben, die fanden sich erneut zu einer Partei zusammen, der SPD damals. Und der Leiter war Otto Grodewohl. Also ich will das nur mal hochhalten. Wir brauchen daraus nicht vorlesen. Aber der ist so interessant. Darin gibt es noch die ganzen alten Betriebe, die nach der die den Krieg überlebt haben. Ja. Die vielen Privatbetriebe in Deutschland, die es dann nachher nicht mehr gab. Die sind ja alle in Sachsen, Thüringen, hier in Anhalt. Überall sind die Betriebe erwähnt, namentlich. Und das ist ein historisch ganz besonders wertvoller Kalender, weil man da noch mal sieht, wen es damals alles gab und wer dann auch im Zuge der Zeit enteignet und wie auch immer aufgegeben hat. Ja, unseren Zuschauern noch mal sagen, das ist eben die Sache. Wer hebt denn alte Kalender schon auf? Ja. Die sind aber teilweise genauer als manche Zeitung. So ist es. Denn, und das ist es auch. Denn so das ist ein bisschen schon durchgesiebt und nach Interessen. Also wer Interesse an Bismarck hat, hat sich eben den Kalender gekauft. Wer jetzt erstmal wieder wissen wollte, was denn da noch überhaupt los ist mit dem Verlag Das Volk in Berlin und was der druckt, 1946, 1947, der musste natürlich auch machen. Ich glaube, wir werden jetzt unsere Kalender langsam schließen. Ich kann noch meinen Lieblingskalender mal vielleicht hier vorholen.
Ich wollte eigentlich auch noch einen kleinen, kleinen, zumindest den Almanach der literarischen Gesellschaft Magdeburg. So sagt ich das. War ja mal der Chef dieses Vereins, dieses Literaturvereins. Er ist aber der Ehrenvorsitzende. Ja, und wir haben über Jahre solche Almanache sind ja Kalender, über unser Schaffen herausgegeben. Dieser ist der Almanach nach 10 Jahren Bestehen des Vereins von 2000, 2001. Nur mal so zum Zeigen, denn das ist heute auch schon eine Seltenheit, der Verein hat leider keine Finanzen mehr, um solche Almanache herauszugeben. Aber es gibt eine Reihe davon noch und die kann man unter Umständen auch im Literaturhaus noch erhalten. Wen es interessiert, wie das Vereinsleben damals, den Verein gibt es aber noch und er ist sehr aktiv. Auf jeden Fall. So, dann würde ich damit aufhören. So, und ich sage jetzt hier ist mein Lieblingskalender 1971, Hensels Immerwährender deutscher Karlauer Kalender, verfasst von Leo Kettler und illuminiert von Günter Bruno Fuchs, einem meiner Lieblingsdichter überhaupt. Und da wir gerade hier anfangen mit dem Jahr Januar, haben die einen Kalender fertiggebracht mit auch ziemlich albernen Bilderchen. Und da steht an jedem Tag ein Spruch drin. Naja, das Spruch ist schon großzügig von mir gesagt. Also es geht los mit Neujahr. Prost, Neujahr, schallt's auf prallem Eise. Was steigt denn da? Vor allem Preise. Das bringen die fertig. Für den 3. Januar steht ein Spruch da. Eine Krähe wäscht die andere. Und dann kommt, bei uns kannst du dumm sein, kannst ratlos und stumm sein, kannst klauen und betrügen, nur musst du dich fügen. Also Sie sehen, Karlauer Kalender ist ziemlich großzügig. Sie haben es aus aller Welt, aus Frankreich, Sprichwort. Verprügele deine Mutter, solange sie jung ist. Oh ja. Ja, du sagst auch noch, oh ja. So. Es war mal ein heiliger Dreikönig, fand einen Stern, wirklich zu wenig, hatte 3 Sterne so gerne. Und nun ist er beim Herrn. In seiner Flasche war Arsenik. Arsenik. Die Rübe muss gerüttelt sein, wenn sie wirklich soll gedeihen. Das kannst du dir dann vornehmen für den 7. Und für den 8. steht drauf, die Lage war noch nie so ernst aus dem Rheinland. Naja, das da könnte auch heute Herrn, zutreffen. Da haben sie einen Herrn noch, naja, eins vorsichtig über die Rübe gegeben. Ja, und dann ist es altberlinische Lebensweisheit, im Januar sitzt, so rate ich dir, nicht auf der Parkbank im Überzieher. Weshalb das nur nicht auf dahin passt, weiß ich nicht. Am 12. Januar ist die Kalenderweisheit, ein voller Bauch lacht am besten. Ist auch was dran. Und so geht das hier in Einfurt weiter. Am 14. Januar steht da, jedes Volk, ob es grient oder greint, hat die Regierungen, die es verdient. Die dümmsten Bauern führen nach Rom. Das ist alles nicht von mir. Nein, ich merke das schon. Jede Regierung, bis man sie verjagt, hat ein Volk, das für sie plagt. Von dir ist aber diese Sammlung hier im Literaturkalender Sachsen-Anhalt. Hat es auch schon gegeben. Ja, hochinteressant. Also gibt es leider nicht mehr. Und nein, ist auch nur glaube, ein einziger Kalender erschienen. Nein, mehrere das noch? Sind drei. Drei? Mindestens drei. Gut. Also ja. Das ist ein besonderer Kalender, Literaturkalender, wo viele, viele namhafte Schriftsteller mit ihren kleinen Werken hier drin verzeichnet sind. Sie sehen, wir haben nicht nur alle Kalender, die wir hier auf dem Tisch liegen haben, durchgesprochen und erwähnt und gelobt, aber naja. Es kommen ja hoffentlich noch viele Jahre und Sie sammeln alle Kalender. Und wenn Sie später mal
zufällig die Kiste finden, wo die alle drin liegen, werden sich sehr vergnügen, so wie wir das heute auch getan haben. Und hier sehe ich gerade, das stimmt auch. Besser eine Stumme im Bett als eine Taube auf dem Dach. Das würde das ich auch unterstreichen. So, da sehen Sie mal, was wir für... Ach so, ich wollte... Na, eins müssen wir noch sagen. Nein, nein, das geht noch. Der Halberstädter Wilhelm Körte hat sogar herausgesucht aus solchen Kalendern alles, die Voraussetzungen, die das Wetter bietet, wenn man den richtigen Spruch hat. Und da hat er auch für Januar rausgesucht, für Monate, und hat festgestellt, ach du lieber Gott, das streitet sich ja alles. Wenn die Tage langen, also länger werden, kommt der Winter gegangen. Januar warm, das Gott erbarm, ist der Januar gelind, Lenz und Sommer fruchtbar sind. Tanzen im Januar die Mucken, muss der Bauer nach dem Futter gucken. Wenn's Gras wächst im Januar, wächst es schlecht durchs ganze Jahr, aber wir beide wünschen uns, dass wir gut wachsen durch das Jahr. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute Ihnen, auch in diesem Jahr.